Wozu muss man Kälber ablegen? Ein Kalb ablegen ist immer mal wieder vonnöten, ganz einfach deshalb, um zu kontrollieren, ob der Nabel des Kalbes sich entzündet hat. Weiterhin muss auch immer mal wieder kontrolliert werden, ob die Ohrmarke des Kalbes richtig sitzt. Hierfür ist es eben wichtig, das Kalb möglichst ruhig zum Ablegen zu bewegen, dann zu fixieren und dann in Ruhe die notwendigen Kontrollarbeiten durchzuführen. Wie legt man das Kalb richtig ab? Wenn ich das Kalb ablegen will, hole ich das Kalb an mich ran, stelle es quer vor meine Beine, nehme mit der linken Hand den Kopf des Kalbes, drehe diesen langsam zum Körper des Kalbes ein. Das Kalb verliert dadurch etwas das Gleichgewicht. Und jetzt ist es wichtig, das Kalb langsam zu Boden gleiten zu lassen und dann sofort, wenn es auf der Seite liegt, in der Flanke mit meinem rechten Knie zu fixieren. Dann nehme ich mit der rechten Hand das rechte Vorderbein des Kalbes und klemme dieses Vorderbein hinter das linke Ohr des Kalbes. Dadurch ist ausgeschlossen, dass das Kalb noch viel Bewegungsspielraum hat und ich habe es eigentlich sicher fixiert, um die Maßnahmen durchführen zu können, die ich durchführen will. Was muss man beim Ablegen des Kalbes beachten? Das Allerwichtigste ist der ruhige und besonnene Umgang und das vorsichtige Arbeiten mit dem Kalb. In dem Moment, wo ich das rechte Vorderbein hinter das linke Ohr klemme, muss ich sehr genau schauen, wie flexibel sind noch die Knochen des Kalbes. Je älter das Kalb ist, umso steifer werden die Knochen und umso vorsichtiger muss ich sein, um das Kalb zu fixieren. Grundsätzlich gilt wie immer beim Umgang mit Rindern, je besser, je ruhiger, je besonnener ich mich verhalte, umso eher ist das Tier dafür dankbar und empfänglich und umso leichter habe ich es bei einer Wiederholungsbehandlung.